Frankfurt. Sie hatten ja bereits gesagt, dass der ist mein dass der Tatverdächtige Weil jetzt sieht oder die der wieder einfach Beschuldigte rhetorisch on im point, PD wirklich. dann, Ich glaube, Kurz hat kein Wort verstanden. sag mal, kooperativ Oh Gott, ich liebe diese Kombination war davon. er, Die müssen bevor wir er häufiger geklärt zusammenführen. war, Das ist ja großartig. sichtlich wirklich unkooperativ oder kann es sein, dass er sie einfach noch nicht verstanden hat? Ich bin mir sogar sehr sicher, dass er mich verstanden hat, denn es fand eine Art von Kommunikation mit uns statt. Reagiert hat er aber nicht. Nichtsdestotrotz muss ich anmerken, auch positiv zu Ihrem Mandanten, dass nachdem er getasert worden ist und trotz der Umstände, dass da seine Freunde dann den Sachverhalt erörtern, wir ja nicht, aber da eine Geiselnahme gestartet haben und so weiter, hat er sich sehr kooperativ verhalten. Bis zu den Zellen war alles problemlos, ist zum Magen mitgelaufen, war kooperativ. Hat seine Rechte verstanden. In den Zellen war er auch kooperativ. Ganz entspannter Kollege, ja. Überhaupt keine Probleme. Da habe ich deutlich schwierigere Fälle. Also, ich würde das als durchaus wohlwollende Kundschaft, wenn ich mal das so interpretieren darf, bezeichnen. Also, da gab es wirklich keinerlei Probleme. Sehr kooperativ. Aber erst nachdem eben der polizeiliche Zwang angewandt wurde, ne? Jetzt sehe ich für mich aber einen kleinen Widerspruch, muss ich gestehen. Nach der Ansprache und er ein bisschen gestammelt hat, haben Sie mir ja gezeigt, gerade eben oder dem Gericht gezeigt, dass er versucht hat, den Hammer oder zumindest den Arm geschüttelt hat. Ich deute das jetzt als, er hat versucht, den Hammer abzuschütteln. Aber er hat ja Nimmt insofern auch Zeugen vorher vergessen, dann noch versucht, mal fragen Ihren wegen, Anweisungen Folge zu ob leisten. die Kassette er danach Das gegriffen haben Sie hat mir so oder gerade die gesagt. Ist schon das in seiner korrekt? Tasche waren. Nein, habe ich nicht. Aber Sie haben ja doch, oder Sie haben doch vorhin ausgesagt, dass er den Hammer, ja, wie gesagt, in einer schüttelnden Bewegung nach vorne gehalten hat. Ich habe es demonstriert. Ich habe die schüttelnde Bewegung nicht bejaht, aber ich habe die versucht, die Szenerie nachzustellen. Wenn Sie das als Schütteln empfinden, dann ist das Ihr Empfinden. In dem Zuge kann man hier den Ladeninhaber oder den Angestellten durchaus sicherlich besser befragen, wie er das wahrgenommen hat. Aber in einer Bedrohungssituation, der einen stillen Alarm auslöste und einen Kassierer in derart Angst, wie sagt man, in Angst versetzt, ja, dass er mit erhobenen Händen vor ihrem Mandanten steht, ja, also wirklich zitternden Händen nach oben. Das war also, um nochmals, also wirklich so, ja, dann Vergessen. weiß Schön. ich nicht, ob das was mit War einem, schön ich anschaulich. wollte den Hammer abschütteln zu tun hat, Herr Anwalt. Kommt es in Ihrer Arbeit auch mal vor, dass einige Kassierer auf Bürger dieser Stadt etwas sehr überempfindlich reagieren? Ja, das stimmt, ja. Kommt durchaus vor. Wäre wieder eine Mutmaßung, aber der Kann das Richter unter lässt ja heute anderem auch nichts mal zu. sein, weil mein Mandant zu diesem Zeitpunkt eine Kutte getragen hat? Mutmaßung. Da müsste ich jetzt sehr stark mutmaßen. Ich weiß Na, nicht, ob das das Mutmaßung. Macht Gericht möchte. Einspruch, Mutmaßung. Ja, aber Stattgegeben. Sie haben ja bereits gesagt, dass auch einige Ladeninhaber sehr oft, ich sag mal, sehr Okay, ich kann ihn übertrieben jetzt schlecht reagieren bei schreiben, dass er mal Situationen, wo F5 eigentlich drücken nichts los soll. ist. Ist das so korrekt? Du musst nochmal Das dann müsste ich mit dem sehr stark Ferguson reden, mutmaßen. Also, weil ich es kann mich kommen gerade nicht Fälle bewegen. vor, Herr Anwalt. Ich möchte Ihnen jetzt Ihr Leben nicht besonders schwer Ob machen er und mich nicht als die Kassette ganz vorher oder nicht komplizierten hatte. Zeugen Ihnen zur Verfügung stellen. Aber also es kommt vereinzelt vor, ja, Herr Anwalt. Ja, es gibt auch natürlich Gruppen in der Stadt, die besonders häufig kriminelle Handlungen begehen und deren Anwesenheit schon vor anderen Menschen, die stadtbekannt sind, Stopp. Danke, danke, Angst. danke, danke, danke. Das Ach so. war jetzt nicht meine Frage. Meine Oh, Frage war ja. meine Frage jetzt, ich muss sie leider doppelt stellen, weil er sie nicht wirklich beantwortet hat. Bitte, Entschuldigung. Kann es sein, nee, kommt es vor, dass Ladeninhaber auch überreagieren an den Fällen, wo gar nichts los ist? Es gab Einzelfälle, die auch selbst ich als Officer behandelt habe, Danke, da. reicht. Das deute ich als ja. Dann, wann wurden genau die Geldkassetten festgestellt?
Die Geldkassetten wurden noch im Laden festgestellt, als ich die Person durchsuchte und ihm die Waffen und die Geldkassetten abnahm und diese konfiszierte. Gut, dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Mr. Bosch. Mr. Ferguson, ich hätte... Ich hätte auch noch Folgefragen nach der Befragung. Ja, ja. Gut, dann die dürfen wir auch mal fragen, Mr. Kurz. Er muss einfach nur F5 drücken, bevor ich meine Fragen dann stelle. Also wenn er gerade nicht gehen kann, dann weiter so runter. Ich möchte einmal aufgreifen, was Herr Posch gerade begonnen hat. Mhm. Hat das doch verstanden, der Joey? Bei leichten Fällen, wo die Ladenbesitzer überreagieren. Nein, geht auch was anderes. Ja. Wo eine Überreaktion. Wollen Sie die uns einmal schildern oder die im Vergleich zu dem hier verhandelten Fall setzen? Ja, das halte ich für angemessen, um das mal klarzustellen. Ich hatte Fälle, in denen es zu Streit kam. Ah, jetzt hat er es weggesteckt. Beispielsweise gab es einen berechtigten Streit sogar in diesem Laden. Doch, jetzt hat er es geschafft. Da stand, also es war wirklich das gleiche Geschäft. Da steht vorne rechts an der Theke, dass die Lose $1 kosten würden, ein Verkaufsschild. Und eine Dame, die in dem Laden war und von mir aufgegriffen wurde, nachdem der stille Alarm losging, er hatte einen derartig heftigen Streit mit dem Ladeninhaber, weil der Ladeninhaber, der dann hinter der Theke oder der Angestellte, der hat die Lose dann aber für $35 verkauft und hatte sich nicht an das Verkaufsschild gehalten, was vorne war. Und im Zuge dessen kam es zu einem heftigen Streit und ich habe da als Streitschlichter fungiert und habe versucht, den Ladeninhaber mit der durchaus aufgebrachten Dame, die auf das Recht eben bestand, das Angebot wahrzunehmen, was sie auch beschildert gesehen hat, habe ich die Situation entschärft. Und sowas führt hin und wieder zu einem durchaus überzogenen stillen Alarm. Da habe ich sogar dem Kassierer gesagt, dass ich ihn nächstes Mal wegen Missbrauch des Notrufs verfolgen werde, wenn er dann nochmal wegen sowas einen Notruf absetzt. Gibt es Dinge, die Sie als Überreaktion einschätzen, wo eine Tatwaffe ersichtlich ist? Entschuldigen Sie, könnten Sie das wiederholen? Gibt es Vorfälle von Überreaktion, wo, wenn Sie in den Laden kommen, eine Tatwaffe sichtbar ist? Nee, also ich kann mich an keinen Fall erinnern. In der Regel sind die Menschen im Laden unbewaffnet und haben keinen Gegenstand in der Hand, der für den Kassierer gefährlich werden könnte, wenn es zu solchen Streitfällen kommt. Okay. Dann eine Folgefrage noch zu den Geldkassetten, da gerade gefragt wurde, wann die festgestellt wurden. Als Sie den Angeklagten getasert haben, hatten Sie da Blick auf die Theke? Ja, absolut. Ich hatte vollen Blick auf den Tatverdächtigen, auf den Kassierer und die Theke und die Kasse und alles. Standen dort Geldkassetten? Es war definitiv eine Kassette an der Kasse, ja, und habe da eine gesehen und ich habe jetzt nicht den Tatort im Nachgang noch weiter begutachtet, um festzustellen, ob diese Kasse aus der Kasse stammt. Das müsste dann ein Forensiker prüfen. Da bin ich nicht vom Fach. Aber der Umstand, dass Geldkassetten bei den Tatverdächtigen hinterher festgestellt und konfisziert wurden, ist für mich ein Indiz gewesen, den Sachverhalt auf jeden Fall dem Sachverhalt nachzugehen als Officer. Da bin ich in der Pflicht, gesetzlich. Und habe das eben als Beweismittel konfisziert, da es sehr naheliegend scheint, dass im Zuge des gemeldeten Raubes und des Umstandes, dass der Kassierer so schockiert, verängstigt vor ihm war. Das ist zu viel Schwafeln, er hätte schon längst abbrechen müssen. Sein kann, dass eben diese Kassette, die konfisziert worden ist, auch aus dieser Kasse stammt. Das waren zwei, oder? Wie viele Geldkassetten haben Sie konfisziert an dem in der Tat? Das waren zwei. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ist in Ordnung. Okay, zwei Geldkassetten. Okay. Dann der Laden führt auch meines Wissens nach zwei Kassen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Darf ich da noch eine Frage reinwerfen mit? Ja, wir fragen gerade, also schieß los. Haben Sie gesehen, als Sie ihn getasert haben, dass er da mit der Hand an der Geldkassette war und die mit runtergerissen haben könnte?
Also der Hammer mit der Hand war Richtung Kasse gerichtet. Das kann ich feststellen. Bis dato war ich dann noch neben der Tatsache, dass ich ihn aufforderte, sich zu ergeben. Das war nicht die Frage. Damit beschäftigt, dann auch meine Waffe zu wechseln, wie ich eingangs sagte. Ach so, er hat doch getasert. Mit dem Ziel und so weiter. Sie wissen ja, da muss man treffsicher sein. Und ja, ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, ob die Finger wirklich jetzt in der Kasse waren und er dann, ja. Ne, oder ob der Kassierer ihm das jetzt übergeben nice hatte try. Unter dem Zwang, das, ne, also da kann also ich die Frage kann ich nicht beantworten. Nee, nee, ich habe was rausgezogen, war gut. Alles klar, sonst erstmal keine weiteren Fragen von mir, vielen Dank. Es ging an Valentini. Jawohl. Herr Richter, ich würde das Kreuzfeuer sehr gerne fortführen. Sehr gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie natürlich auch noch weitere Fragen stellen. Spannend heute. Schön. Herr Ferguson. Ja, ja. Das war eine Frage des Staatsanwaltes zu den, ich sage mal, Vorfällen, die passieren, dass man überreagiert wird. Haben Sie die Formulierung in der Regel verwendet? Das heißt, es gibt Ausnahmen? Ausnahmen, Herr Anwalt, gibt es, denke ich, in jeder Lebenslage. Und sicherlich wird es in diesem Fall auch Ausnahmen geben. Gegen Posch nicht so einfach. Ich denke mal, Sie nutzen das Wort in der Regel ja nicht ohne Grund, oder? Absolut korrekt. Gut, dann Sie haben gerade ausgesagt, Sie haben eine Geldkassette irgendwie auf dem Tisch oder der Kasse gesehen. Ist das korrekt? Es war definitiv eine Geldkassette an der Kasse. Mehr kann ich nicht sagen. Gut, und weitere Dinge, nochmal um es jetzt klar zu machen, haben Sie nicht gesehen? Nein. Ich habe gerade den Umstand gut beschrieben, denke ich. Ja. Ich habe schon wieder Alkohol dabei. Kann ich nicht ausdenken. Mm. Nein, danke, Herr Ferguson. Gerne. Und dann fragen, wie könnte dann. Ja, vielen Dank, Herr Ferguson. Reinkommen. Meine Fragen wurden jetzt bei der zweiten Befragung beantwortet, die ich jetzt noch an Sie hatte. Okay. Finde ich sehr schön. Super. Ja, Sie sind aus dem Zeugenstand entlassen. Sie dürfen hinten im Zuschauerraum Platz nehmen oder Ihren Dienst wieder antreten, ganz wie Sie möchten, Mr. Ferguson. Vielen Dank, euer Ehren. Welche Anträge? Die Gutachten. Gut, seitens das der Staats. Oh nee, da ist jetzt ja. Genau, hier vorne an der Tür. Genau, perfekt. Ferguson kennt sich noch nicht aus. Gibt es seitens der Verteidigung weitere Anträge oder Zeugen, die gehört werden müssen? Wir würden gerne noch zwei Anträge einreichen. Fangen Sie mit dem ersten an. Einmal die Begehung des 24-7 wegen der Urkunde / des Bildes. Mhm. Einspruch liegt mir bis zum Verfahren kein Stück vor, dass überhaupt eine Begehung gemacht wurde. Ich habe keine Bilder und überhaupt nichts erhalten. Es gibt auch keine Bilder. Nur die Informationen in der Akte. Als Erwiderung, Entschuldigung. Und zweitens das Gutachten der Forensik der Kassetten des Gewichtes und der Größe. Mhm. Möchten Sie da auch erwidern, Mr. Posch, beim zweiten, bevor ich das Ergebnis verkünde bei den beiden Anträgen? Den ersten lädt ab. Lassen Sie mich mal ganz kurz gucken. Nein. Also den ersten Antrag lehne ich ab. Okay. Sie hatten genug Zeit bei der Vorbereitung, sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft, als auch die Rechtsanwaltschaft zusammenzuführen und gemeinsam eine Begehung zu machen. Wenn Sie alleine einen Tatort begehen, hat das für mich keinerlei Aussagekraft. Daher lehne ich diesen Antrag ab. Bei dem zweiten Antrag stimme ich zu. Das würde mich auch interessieren, besonders die Frage, was seit da genau wann muss man den Richter, wurde, den man ja noch nicht kennt für die Verhandlung, zu seinen Ermittlungsergebnissen mitnehmen? Kommt das jetzt plötzlich her? Da war einmal Gutachten zur Größe und Gewicht der. Wo kommt das jetzt plötzlich her? Leeren Geldkassette. Da war nämlich ein Richter mit so Tatortbegehungen und die Rechtsanwalt. Um 20 Uhr durch die PD 68. Dr. Natürlich nicht. Grain Mellow. O'Mellow. Eine Geldkassette. Was passiert hier? Eine O'Malley. O'Malley. O'Malley, Entschuldigung. Eine Geldkassette hat in der Regel ein Leergewicht von 0,5 und die Maße 15
2,2 mal 8 mal 11 mal 8. Alle, ja. In Zentimeter. Ach, Valentini. Hä? Mhm. Warte mal, wir sind ja in Amerika. Wieso Zentimeter? Ich möchte einmal den Herrn Staatsanwalt korrigieren. Das sind 15,2 mal 8 mal 11,8 in Zentimeter. Okay, Entschuldigung. Ja, der kann ich das nicht so mit Zentimeter. Noch mal nach. Moment. Ja, tut mir leid. Bevor wir hier 1000 Nummern haben. So. Mr. Valentini ist mir eher mit dem metrischen System, Sie wissen schon. Ah ja, perfekt. Ja. Gutachten zu Größe und Gewicht der regulären Kassette, 13.09.2023, 20 Uhr, durch BD 68, Dr. Grain O'Malley. Eine Geldkassette hat in der Regel ich immer noch nicht verstanden. Von 0,5 ist Kilo und eine Maße von 15,2 mal 8 aber? Mal 11,8 Zentimeter. Richter auf die Decke. Haben Sie das gesehen? Gut. Bitte, Mr. Ferguson. Über dem Richter an die Decke. Ich sehe aber jetzt nur, ist nur ein Gutachten bezüglich der Größe und Gewicht. Auf Klebstoff wurde die Kassette nicht untersucht, nehme ich an. Korrekt. Gut. Ja, schön. Es wurde auch nicht spezifisch von mir beauftragt, die Geldkassette in dem Laden, genau, also die Zuordnung wurde nicht untersucht. Die Größe, Genau, okay. Genau. Okay. Und er ist jetzt nicht da, oder gut, was? Gibt es weitere Anträge seitens der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung? Jetzt, Owen, jetzt kannst du sprechen. Von unserer Seite kein. Von der Verteidigung auch keine. Gut, Owen? Damit schließe ich die Beweisaufnahme. Da werden wir aufregen. Brauchen Sie ein bisschen Zeit für Ihre Plädoyers? Tatsächlich wäre etwas Zeit super. Könnten nein. Wir 10. Nicht könnten etwas wir 10. 15 Minuten haben? 15 Minuten? Ja. Ich gebe Ihnen 10 Minuten 10. Zeit bis 22:15 Uhr. Vielen Dank. Die Verhandlung ist kurz unterbrochen. Attacke? Nee. Nicht so auffällig. Okay. Umdrehen. Ja. Also, hört ihr einmal kurz zu, ich rate einmal durch, ja? Ja, ja. Wisst ihr, ob es da wirklich zwei Kassen gibt? Das ist die erste Frage und dann rate ich durch. Ja. Gibt es da zwei Kassen? Ja. Okay, ja. Also ich leg los. Nur weil ein Bild schief hängt, drückt kein Ladenbesitzer auf den Knopf. Die Ladenbesitzer sind jeden Abend mit irgendwelchen unangenehmen Situationen konfrontiert. Nee, okay, das bringt mir nichts, sorry. Okay. Ja, nur einfach, damit du es einmal gehört hast und dann mach was draus vielleicht. Okay. Die Alarmknöpfe sind gesichert. Die Geldkassette hatte er im Laden ergriffen. Der Officer hat ausgesagt, dass es zwei Kassen gibt. Du weißt auch, dass es zwei Kassen gibt. Der Angeklagte hat ausgesagt, dass beide Geldkassetten auf der Theke lagen. Bereits die erste Kassette war aber schon in seinem Besitz. Herr Richter, gibt es hier irgendwo ein Raucherzimmer? 10 Minuten sind doch arg lange. Die Verteidigung sagt aus, also ich werde dass durch ein Zucken auf dem Taser seine Hand zu der Geldkassette gelangte. Nach einem Taserschuss liegt man auf dem Boden. Gut. Da rutscht keine Geldkassette in die Tasche. Mein Mandant fragt nach Sanitäranlagen. Also, unten im Kellergeschoss. Den linken Aufzug einmal nehmen. Was er mit dem Hammer vorhat, Toiletten. Also den Ladensbesitzer gegenüber, dann gäbe es eigentlich keinen Grund, sich bedroht zu fühlen. Die Verteidigung hat bestätigt, dass ein kleiner Hammer keine Bedrohung, von einem kleinen Hammer keine Bedrohung ausgeht und er lächerlich sei. Darum muss ja der Angeklagte umso mehr mit seinen Worten den Überfall so viel Nachdruck verlangt haben, bis der Ladenbesitzer endlich Angst bekam und auf den Knopf gedrückt hat. Das sind unplausible Aussagen. Glaubwürdigkeit der Aussagen. Der Kleber soll an dem Entschuldigung. Wenn angeblich der Hammer an seiner Hand klebte, dann frage ich mich, Entschuldigung. Der Hammer war direkt auf den Ladenbesitzer gerichtet. Da fragt man sich, warum warum er den, wenn er ihn abschütteln wollte, nicht zur Seite gegangen ist. Ja, beim Abschütteln halte ich nicht den Hammer ins Gesicht des Ladenbesitzers. Und die letzte Frage, da fragt man sich, warum die Verteidigung keinen Zeugen geladen hat, die über dieses komische manische Verhalten eine Aussage nochmal getroffen hat, es keine MD-Akte gibt bezüglich dieser Zwangsstörung. Ich bin durch. Okay. Er hat alles gesagt. Ja, habe ich ja auch gerade gehört. Ja, ich gucke mal, was ich draus mache. Ja, okay. Ja, ja. Kommst du kurz mit? Ja, ja. Hallo. Hallo, Mr. Ferguson.
Prinzipiell Feedback, mir hat die Emotion im Eröffnungsplädoyer gefehlt. Er hat so eine Cringe-Eröffnungsplädoyer-Sache gemacht, kurz. Da kann ich dir schon sagen, das hat er mir immer vorgestellt, vorher. Ich habe ihm genau das Gleiche gesagt. Ich habe ihm ein Beispiel genannt, mit Emotionen und alles Mögliche. Hat er gesagt, das kriegt er, glaube ich, nicht hin, das ist nicht sein Stil. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich wohlfühlen und vielleicht wächst er ja rein. Na gut, okay. Puh, bis Valentini Vorsitz machen kann, dauert's noch. Ja. Ja, die Fragen waren mitunter gar nicht so schlecht und kurz. Dass diese Einsprüche mal angenommen, abgelehnt werden, das ist mittlerweile komplett random. Da gibt es überhaupt gar keinen Hinweis mehr drauf, wo man irgendwie sich dran hangeln kann bei Delanoir. Das ist komplett random. Wenn eine Frage anfängt mit, stellen Sie sich doch mal vor, dann ist das eine Mutmaßung. Er hat es trotzdem abgelehnt, den Einspruch. Also ich verstehe es nicht mehr. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, ist sowas eine Mutmaßung? Ja, und er möchte, wollte gerne zur Tatortbegehung eingeladen werden, richtig. Habe ich das richtig? Ja, habe ich es richtig verstanden, dass er es abgelehnt hat, weil nur der Staatsanwalt selbst eine Tatortbegehung gemacht hat und nicht alle Freunde im Land eingeladen hat? Richtig. Dabei hat er gesagt. Zu sein? Ja, habe ich auch so verstanden, ja. Genau so habe ich es auch verstanden. Kann der Verteidiger nicht selbst eine Tatortbegehung machen, wenn er es will und für nötig hält? Who cares? Wir sind Ermittler. Wir sind die Ermittler. Ja, ja, ja. Der Anwalt darf, der Richter darf nicht dabei sein, wie du selber schon festgestellt hast. Meine ich, richtig. Der Richter nicht. Weißt du, was das Problem ist bei Richtern? Es wäre ja ein definitives COCP gegen Delanoir mittlerweile, ne? Weißt du, was das Problem ist bei Richtern? Warte, ich suche sie raus. Ja, das würde ich jetzt gerne wissen, dass es da keine gibt. Warte. Du kannst kein COCP gegen den Richter machen. Warte, ich sag dir warum. Es ist wirklich lang. Warte kurz. Warte. Nein. Warte. Warte einfach. Ja, ich bin gespannt. Paragraph 13 Absatz 2. Warte. Okay, ich suche raus. 13. Nee, warte. Falsch. Stopp. Falsch. Warnet. Rücktritt. Nope. Nein. Ja, doch. Paragraph 7 Absatz 2. Entschuldigung. 7. Absatz 2. Das ist der Grund, warum du nie ein COCP gegen den Richter machen kannst. 7.2. Bei Zulassung von Beweismitteln. Das Gericht darf alles komplett frei entscheiden und hier steht nicht, dass irgendwas irgendeinen Sinn ergeben muss von den Richtern. Deswegen kannst du kein COCP gegen den Dealer machen. Ja, aber er kann, aber wenn er seine Arbeit nicht richtig macht. Dann greift Paragraph 7 Absatz 2, weil da steht explizit drin, egal was wir tun, Zulassung von irgendwas, Umfang der Würdigung, Feststellung etc., komplett nach freier Überzeugung des einzelnen Richters. Nach freier Überzeugung. Du kannst kein COCP gegen einen Richter anregen, aufgrund dieses Paragraphen. Auch wenn alles, willst du mir damit wenn sagen, wenn der Raub bewiesen ist, ja, durch genau. Durch Videoaufnahmen, Finger, ja, der gesteht. Der Richter kann ablehnen. Dann kannst du kein COCP gegen ihn machen. Aufgrund dieses Paragraphen. Da bin ich jetzt durch. Siehst du doch auch so. Weil freie Überzeugung. Ja. Er darf frei davon überzeugt werden und wenn er nicht überzeugt ist, darf er ablehnen. Und du kannst ihm dann nicht ans Bein pinkeln, wegen Paragraph 7 Absatz 2. Überzulassen. Nee, warte mal. Er entscheidet nur nach freier Überzeugung, nach Zulassung von Beweismitteln. Umfang deren Würdigung und die Feststellung, dass Tatsachen als erwiesen gelten. Er kann also sagen, ja, also dass er jetzt gestanden hat, nö, das ist kein Beweis für mich, sorry. Gilt für mich nicht als erwiesen. Kann er sagen. Punkt. Ja. Ja. Okay. Aufgrund dessen kannst du niemals ein COCP gegen einen Richter wegen sowas öffnen. Niemals. Weiß ich nicht. Will ich nicht wahrhaben. Hör wieder rein. Will ich nicht wahrhaben? Ist aber so. Ja. Glaub mir, ich habe geguckt wegen des Chiefs gestern. Hat nämlich eins gegen den Chief gemacht. Alter, ich schau Ellen noch ein bisschen böse an. Alles schon mit. Ja. Wir haben jemanden, der sich als DOJ ausgibt. Wo kommt die random Information jetzt her, Valentini? Weil eine Freundin von mir wurde jetzt gerade überfallen und der da meinte irgendjemand, Kenny vom DOJ hat ihr geholfen.
Kenny vom DOJ gibt es. Es gibt einen Kenny vom DOJ. Okay, okay. Wollte ich mal fragen. Ja, wie heißt die Freundin? Hast du eine Nummer? Mika. Mika, ja. Lass mich Mika mal anrufen. Warte, ich gebe sie dir, die Nummer. Ich schick sie dir. Aber warte mal. Mika hat gesagt, er hat ihr geholfen oder dem Rauch zu begehen hat er geholfen? Nein, ihr geholfen. Nein, Kenny vom DOJ gibt es. Alles gut. Okay, okay. Muss ich nicht anrufen. Okay. Das ist Mr. Carter. Der Dark Carter. Okay, okay, okay. Ja, ich gucke, weil sie hat nur gesagt Kenny und den Namen kenne ich nicht. Deshalb. Kenny Dark Carter ist seit heute Prosecutor. Ah, okay, okay, okay. Ellen soll die Blicke spüren. Mhm. Ich hoffe nur, Mr. Ferguson versteht das jetzt nicht falsch. Dass Mr. Ferguson denkt, wir gucken ihn böse an, sondern den Richter nicht. Collateral Damage. Mhm. Mhm. Ferguson muss da durch. Er ist das Opferlamm. Ja, er ist ein Prostituierter. Ich habe eine Idee. Mexican Standoff. Die haben keine Chance, Mann. Die haben keine Chance. Nicht blinzeln. Hast du eine Waffe dabei? So ehrlich, Standoff kann ich. Okay, ich nehme Ellen, du nimmst Ferguson, okay? Wir müssen uns konzentrieren auf einen. Machen wir jetzt den amerikanischen Way of Style? So? Scheiße! Oh mein Gott! Oh Gott, okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Sehr gut. Puh! Gott, das war knapp. Ich dachte, er schießt mich. Ich glaube, ihr müsst doch mit Mika reden. Schön. Weil sie meinte gerade, dass er eine Maske anhatte, dieser Kenny. Warte, was? Okay, gib mir die Nummer von Mika. Ich bin gerade komplett verwirrt. Gib mir einfach die Nummer von Mika. Ja. 90? Hm? 23? Hm? 08? Hm. So, mit Blick auf die Uhr, wir haben 22.15 Uhr. Ja, toll. Gut funktioniert. Ja. Staatsanwaltschaft, Ihr Schlussplädoyer bitte. Vielen Dank, hohes Gericht. Weil ein Bildschirm hängt, werden keine Geldkassetten ausgegeben. Bei einem Sturz landen nicht aus Versehen 2 Geldkassetten in einer Rockerkutte. Wenn man getasert wird und einen Hammer fallen lässt, dann fällt er wahrscheinlich, weil doch gar kein Kleber war. Oh, schön, schön. Hohes Gericht, Sie haben heute die Arbeit erlebt, die uns viel Zeit kostet, in unserem täglichen Leben. Oh, jetzt wird er doch emotional. Arbeit, die jetzt wir unten in den Zellen abhandeln und wo wir hunderte dieser Fälle sehen, hören. In unterschiedlichen Farben, Größen, Argumenten. Und heute ist es hier zu einer Verteidigung gekommen, weil gegen ein Strafmaß, was wir unten ausgesprochen haben, Widerspruch eingelegt wurde. Und damit wurden die Argumente, die Geschichten, die wir sonst immer hören, heute auch nochmal sehr groß dargestellt. Aber es sind Geschichten. Durch den Einspruch hatte ich die Möglichkeit, oder durch die notwendigen Ermittlungen hatte ich die Möglichkeit, nur einen der schönsten 24-7-Läden der Stadt zu sehen. Toll eingerichtet, vieles gerade aufgehängt, bis auf eine Urkunde neben dem Kassierer. Ob diese echt ist, weiß ich nicht. Ob er morgen diese gerade aufhängen wollte, konnte ich nicht feststellen. Sie hängt auf jeden Fall noch schief. Was ich weiß und sich auch heute gezeigt hat, ist, dass wir in seltenen Fällen einen Jobraub klarer hat und deutlicher aufdecken können. Hat Joey gerade zugegeben, dass da ein Bild hängt, das schief ist? Als in diesem Fall. Das war das Beschissenste, was er hätte machen können. War der Tatverdächtige vor Ort. Weil die Tatortbegehung nicht zugelassen wurde. Und er jetzt gerade gesagt hat, da hing wirklich ein Bild, das schief ist. Oh, Joey. Und warum? Weil Captain Ferguson, Officer Lawrence in unmittelbarer Nähe waren und wir einfach nur Glück hatten. Ja, Harris hier. Hallo Frau. Wir konnten sogar das Diebesgut sicherstellen. Wir wollten, wir waren gestern noch nicht fertig mit reden, ne? Gesehen. Ja, beiderseitiges Unvermögen, irgendwie vernünftig zu reden. Ja.
Also es ging darum, dass die Frau sich gestalkt gefühlt hat und der dann irgendwie 3000 genau. Dollar von ihr verlangt hat, ja? Und sie wollte fragen, ob sie Anzeige stellen soll oder nicht. Habe ich das noch richtig genau, im Kopf? Ob sie Anzeige stellen soll oder nicht. Sie ist sich noch unsicher, weil ich habe ihr vorgeschlagen, dass man vielleicht ein Kontaktverbot erwirken könnte für den Menschen, weil Telefonnummer und Name sind vorhanden. Ja, ja. Da wollte ich Sie fragen, wenn wir das als Anzeige aufnehmen, ob Sie sich da eventuell die weitere Bearbeitung bezüglich Kontaktverbot machen können. Schreiben Sie das bitte mit rein, dass die Dame sich so genötigt fühlt von demjenigen, dass sie gerne ein Kontaktverbot erwünschen möchte. Weisen Sie aber darauf hin, dass es wahrscheinlich nur über den Anwalt läuft. Da bräuchte sie einen Anwalt für. Ne? Aber dann können wir das gerne machen und das soll sie natürlich unbedingt anzeigen, ja? Ja, weil dann würde ich die anrufen, nehme ihre Anzeige auf, würde das mal ihr sagen mit dem Anwalt und würde das Übergabe zu ihren Händen schon mal reinschreiben. Alles klar, machen wir so, Mr. Harris. Okay, ne? Klasse, jetzt haben wir es doch geschafft. Ciao. Ja. Wenn der Akten noch keinen Kopf aufgemacht hat, der hier auf frischer Tat ertappt wurde und er es mit der Geschichte probieren wollte. Gott, ist ja richtig lange. Den Weg, den er eingeschlagen hat, den wollen wir verhindern. Das heißt, meine Empfehlung wäre ein Schuldspruch mit der Möglichkeit, diesen explizit als Sozialstunden abzuleisten, statt ins Gefängnis zu gehen oder irgendwo eine Haft zu versetzen. In der Hoffnung, dass wir Herrn Morgan für den gesetzlichen und den gesellschaftlichen die Möglichkeiten, die wir da bieten, noch einen anderen Weg aufzeigen können. Der vielleicht auch mit seinen Werten sehr gut zusammenpasst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Mr. Morgan schon vorher bestraft ist. Bin ganz ehrlich. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Mr. Kurz. Mr. Posch, Ihr Plädoyer bitte. Ehrenwertes Gericht. Wie ich bereits im Eröffnungsplädoyer darum gebeten habe, dass wir alle unseren Verstand öffnen und offen halten und auch mal die Dinge so betrachten, wie sie so sind und nicht uns von den Eindrücken und Vorurteilen, die wir gegenüber einigen Bürgern haben, leiten zu lassen. Was haben wir in diesem Gericht nun gesehen? Ja, es ist Honigmelone. Mein Mandant wurde im Geschäft angetroffen von dem PD. In dem Geschäft hatte er vorerst Zigarren gekauft, wie er ausgesagt hat. Dort hat er ein Bild gesehen. Dieses Bild hing schief. Wie viele von uns hat unser Mandant die Vorliebe für Ordnung und Ästhetik? Er sogar noch insbesondere. Auch bei mir im Büro. Honigmelone, schreib so wirklich den Namen deines eigenen Chefs falsch. Er wird ohne Zähne geschrieben. Und habe den Raum gewechselt. Er aber im Geschäft hat den Kassierer, wie er es ausgesagt hat, gebeten oder hat gefragt, ob er das Bild gerade aufhängen darf. Dieses wurde für ihn aus seiner Sicht bejaht, hat den Hammer aus der Tasche geholt, hat versucht, das Bild gerade zu hängen. Dann, wie der Officer Ferguson ausgesagt hat, gab es wahrscheinlich zu einer Übersprungreaktion. Er hat sich ausgesagt, er hat gesagt, es ist in der Wahrscheinlichkeit eine Übersprungreaktion. Er hat den stillen Alarm ausgelöst, hat sich bedroht gefühlt, weil er auf einmal einen Hammer gesehen hat. Ein Hammer, mit dem mein Mandant nur ein Bild aufhängen oder ein Bild gerade hängen wollte. Ich bleibe dabei. Das PD kam an und der Herr Ferguson. Du kannst diese stillen Alarme bei einem Raubüberfall ja nicht über durchkommen. Nicht entkoppeln. Ihn hat nur irgendwas. Das heißt, ich finde immer noch, wenn der Grimler wirklich eine so geile Geschichte hat, die auch so detailliert ist, dann hätte ich jetzt tatsächlich die Anklage zurückgezogen. Aber die beiden sollen das ruhig mal durchaus wissen. Warum ich sage, wir müssen Vorurteile, wir müssen die Augen und Ohren offen halten, den Verstand offen halten, um Vorurteile einfach aus dem Tagesgeschäft rauszuholen, rauszulassen, um zu sehen, was viele werden dann abgelehnt. Alle. Das ist so weit er wurde getasert. Und das bringt uns jetzt zu den Geldkassetten. Wie der Herr Ferguson ausgesagt hat, er hat zumindest eine Geldkassette gesehen, die auf dem Tisch lag. Diese Geldkassette. Nach der hat mein Mandant dann durch den Taserschuss, durch das Muskelzucken gegriffen. Hatte diese in den Händen und konnte sich danach nicht mehr wirklich erinnern, was dann passiert ist. Weil auch das, hatte Herr Ferguson ausgesagt, kann passieren, dass hier der Taserschuss dazu führen kann, zum Muskelzucken zu gehen. Mein Mandant war zu jeder Zeit kooperativ. Er hat selbst versucht, dem PD Folge zu leisten und den Hammer loszuwerden. Leider hat es die Staatsanwaltschaft versäumt, auch den Hammer forensisch zu untersuchen, wie wir hier festgestellt haben,
Und so lässt sich jetzt mit Sicherheit nicht mehr feststellen, ob auf dem Hammer Klebstoff war oder nicht. Mein Mandant sagt, es ist zwar Klebstoff drauf, deswegen hat er diesen Hammer nicht mehr loslassen können. Da komme ich jetzt nur zu einem einzigen Schluss. In diesem Prozess hat die Verteidigung ganz klar bewiesen, aus unserer Sicht, dass hier ein Missverständnis vorlag. Und deshalb ist mein Mandant beizusprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Mr. Posch. Mr. Morgan, Sie sind hier Angeklagter in diesem Prozess. Ihnen gebührt das letzte Wort, bevor der Urteilsspruch erfolgt. Ich sehe mich immer noch als nicht schuldig an. Vielen Dank. Nee, er hat ja gesagt, er hat es von seinen Händen abgewaschen, ist ja Raidin. Damit, und es waren, er hat nur vergessen, also den Hammer abzuwaschen. Den hat er ja nur rausgeholt wegen des Bildes und danach hatte er ihre Hände wieder, den man den Hammer rausgeholt. Haben wir ausgereicht. Das haben wir auseinandergenommen, keine Sorge. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie einmal für den Urteilsspruch sich zu erheben. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Prozess Aktenzeichen 22060 Staat San Andreas gegen Sid Morgan wird Mr. Sid Morgan freigesprochen. Okay, können Sie gehen. Setzen Sie sich. Zu meiner Urteilsbegründung. Berufung? Ich habe keine Ahnung, was wir wissen. Das Gericht hebt nach der Beweisaufnahme Patrick. Zweifel, dass Mr. Morgan einen Shoprauf begangen hat. Im Gegenteil sogar, die Beweisaufnahme hat ergeben, dass dort Geldkassetten auf dem Tresen lagen. Er gab uns hier an, dass seine Hände halt klebrig waren von dem Kleber. Das konnte er dem Gericht glaubwürdig darstellen. Tat kann sich so zugeeignet haben, wie hier beschrieben von Mr. Morgan. Leider wurden weder die Geldkassette noch der Hammer forensisch auf Klebstoff untersucht. Also wenn wäre es so wie die Richter aktuell drauf sind, auch ein Gutachten können wir gar nichts mehr beweisen. Nichts. Sie können nichts mehr beweisen in diesem Leben. Und nicht, es wird immer Freisprüche nach dem Klebstoff, was ich eigentlich sehr bedauerlich finde. Immer. Wir können nichts mehr beweisen. Wo Klebstoff herkommt. Auch mit dem Klebstoff hätte auch theoretisch sein können, dass es einen Raubüberfall gab. Mr. Ferguson gab an, gesehen zu haben, wie wenn das so weitergeht, wir können nichts mehr vor Gericht beweisen aktuell. Mit dem nichts Hammer. Mehr. Ja, jetzt werden alle Strafbefehle. Es war aber vor dem Laden. Daher sehe ich jetzt noch nicht als erwiesen an, dass das im Laden auch so passierte. Was sollen wir denn noch machen, um etwas zu beweisen? Wirklich? Von daher bleibt dann im Zweifel noch in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Berufung oder der Revision. Möchte einer der Parteien Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen? Ich brauche Feedback. Ich brauche Feedback. Die Verteidigung nicht. Kein Rechtsmittel. Die Staatsanwaltschaft? Ja, wir legen kein Rechtsmittel ein. Die Staatsanwaltschaft legt auch kein Rechtsmittel ein. Damit ist das Urteil rechtskräftig. So wie es aktuell ist, lohnt es sich nicht, Rechtsmittel einzulegen. Tut mir leid. Tut mir leid, Jungs. Wirklich. Absoluter Bullshit. Super. Yeah. Lass mich raus, das ist ja scheiße. Was war das gerade für ein Stare-Down? Bitte was? Was war Danke das dir gleich. Für ein Ja, dann dürfen Sie aber nicht so drauf rumhacken, dass Sie Beweise haben wollen. Na, und Sie nennen es Beweise. Es ist nicht bewiesen, es ist nicht bewiesen, es ist nicht bewiesen. Wie gesagt, ich selber hätte die Anklage fallen gelassen aufgrund der Geschichte, weil ich pro Crime RP bin. Aber die Begründung der Richter ist kacke. Dadurch wird genau das passieren, was Owen sagt. Es werden einfach alle Strafen mit dem Fehler abgelehnt, weil es im Gericht sowieso immer einen Freispruch gibt. Das ist ein bisschen schwierig. Ah. Aktuell ist es zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Macht keinen Spaß. Also Verhandlungen machen aktuell überhaupt keinen Spaß. Ja, dann fließen wir weiter. Wisst ihr, was auch immer weiter geflossen ist? Na. Die Aussage von Ferguson heute. Meine Güte, was eine Plaudertasche. Yep, gebe ich dir recht. Ging fast nach hinten los, bis er gesagt hat, es gäbe zwei Kassen. Und eine Geldkassette lag noch oben. Und der Täter hat ausgesagt, er hätte beide nach beiden gegriffen.
Vom Liegenteil-Geldkassetten auf dem Tresen. Sag's Ellen. Mir. Ellen. Zum Spaß. Ganz wichtige Frage an dich. Hättest du auch einen Freispruch gegeben? Oh ja. Ich bin mir unsicher. Also ich habe ein paar Punkte vermisst. Lass uns mal geradeaus weitergehen an die Ecke. Weil ich nicht so ganz... mir fehlen die ersten 5 Minuten. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was mit dem Hammer passiert ist. Hat er den... Während, also er ist, der hatte den Hammer noch in der Hand, als er getasert wurde, richtig? Richtig. Und sagt dann, dass er sich versucht hätte an den... Wann ist der Hammer aus seiner Hand gefallen? Mit dem Taserschuss. Okay. Und er hat versucht, vor dem Gesicht des Ladenverkäufers den Hammer aus seiner Hand zu bekommen, indem er vor dem Ladenverkäufer mit dem Hammer rumwedelt, weil er an seiner, Hammer, an seiner Hand festklebt. Es ist mir scheißegal, ob diese Hand, der Hammer irgendwo klebte. Ellen. Soll er doch. Weißt du, was jetzt passieren wird? Ja. Es wird jeder fucking Strafbefehl in den Zellen abgelehnt, weil ihr immer Freisprüche gebt. Weil wir nichts beweisen können. Sag nicht ihr. Ellen, wir können nichts mehr beweisen. Ja, warte. Ellen hat noch nicht sein Urteil inoffiziell gefällt. Das Ding ist halt, was wir hier da als Problem haben. Wir können die Ladenbesitzer nicht laden. Der war unter Schock. Der Täter hat gesagt, so ein Hammer, seine Lappalie, da hat man doch keine Angst bei. Das muss ja erst recht bedeuten. Ja, dieses ganze Drumherum fand ich eh irritierend. Mehr mit wer welche Erfahrung hat, wer was wie. Also das ist ja voll an dem Fall eigentlich vorbei. Also diese ganze Ferguson-Vernehmung war... Dass diese Einsprüche mit Irrelevanz und Mutmaßung nicht stattgegeben wurden, finde ich auch absolut beschissen. Dass die Tatortbegehung nicht stattgegeben wurde, weil der Richter meinte, er war selbst nicht dabei und die Staatsanwaltschaft hätte bei dieser Tatortbegehung... Der Richter darf nicht dabei sein. ...den Anwalt nicht mitgeladen. Willst du mich verarschen? Der Richter darf gar nicht dabei sein. Was ist das für eine Ablehnung? Wir müssen ermitteln. Und während einer Ermittlung machen wir eine Tatortbegehung. Dafür lade ich doch nicht Hinz und Kunz ein. Die können das doch selbst machen, wenn sie es wollen. Wenn sie es für sinnvoll erachten. Ich glaube, sie wollten es ja als Beweismittel einbringen. Und dann ist es schon gar nicht so schlecht, dem Gegenüber das zumindest mitzuteilen, damit er... Ne, es stand wohl in der Akte drin, dass eine Begehung stattgefunden hat und dass da eine Urkunde hing. Deswegen wollte Kurz auch darauf hinaus, was denn auf diesem Bild zu sehen war. Also stand wohl in der Akte drin, dass eine Begehung erfolgt ist. Und wenn dann Kurz deshalb weiß, dass da 2 Kassen sind, dann sind da 2 Kassen. Das ist Fakt. Ja, aber das kann er ja trotzdem einfach einbringen. Er konnte ja nicht. Ja, weil er das versucht hat, über diese seltsame Begehung zu machen. Ja, wie dem auch sei. Also, ich kann dir jetzt sagen, was passiert, Ellen. Es werden alle Strafbefehle abgelehnt. Bei ihr sprecht sie ja frei. Sorry, du bist ein Richter, deswegen... Ja, nein, aber du bist Richter. Ich mit dir nicht mehr führen. Nee, es reicht mir jetzt. Ellen. Oh Gott, er ist halt ein Richter. Ja, aber... Ja, er hat am Samstag die Mittäterschaft auch nicht anerkannt. Er hat auch freigesprochen. Das war nur kein echter Freispruch, weil das Vermummungsverbot noch drin war. Er hat am Samstag genauso 3 Leute freigesprochen. Er gehört genauso dazu. Weil er Mittäterschaft nicht anerkennt. Und jetzt ist er sauer auf mich, weil ich es ihm ins Gesicht gedrückt habe? Er war doch gar nicht dabei. Doch. Er hat es am Samstag verhandelt, Alter. Warte mal, über Samstag, sorry. Ja. Was war das hier für eine Shitshow? Ach nee, Valentini, wirklich, also wir dürfen uns drüber aufregen. Wir versuchen das gerade so ein bisschen zu klären. Nee, ich frage mich nur die ganze Zeit, wie er, wenn da 2 Kassetten gefunden wurde, dass er das sagt, dass das runtergerissen wurde. Eine würde ich verstehen, aber wenn 2 gefunden werden? Ja, keine Ahnung. Nee, warte mal. Jetzt steht Pierce hier. Wo ist Kurz? Dann können wir euch kurz Feedback geben, wenn ihr wollt. Jetzt mal unabhängig vom Urteil. Wäre schön. Wurz ihn kurz? Weißt du, wo er ist? Ja, der ist gerade reingerannt. Sauer. Nee, der läuft immer so. Nee, heute mal richtig sauer. Nee, er läuft immer so. Hey, kommst du kurz nach draußen? Jo,
Gleich. Ich wollte mir kurz was machen. Ich brauche einen Moment. Aber komm da raus. Okay. Hattest du mit Mika geredet? Die hat mich weggedrückt und hat nicht zurückgerufen. Ich glaube, die möchte nicht mit mir reden. Warte kurz. Ich sag das. Ich klär das. Weil sie ist eher schüchtern. Ola, dich hatte doch gerade eben eine Nummer angerufen, oder? Ruf die mal bitte zurück. Das ist Liv. Ja, bitte. Mach mal gleich. Danke. Tschö. Sie ruft dich zurück. Super. Sie ist noch ein bisschen aufgebracht. Weil irgendwie hat sie mir geschrieben, dass, ich sollte ihn so nennen und er hatte eine Maske. Hallo? Hi, hier ist Liv. Ich habe deine Nummer von, hast du ja gerade schon gehört, der stand gerade eben von Nico. Hab ich gehört, ja. Es geht um diese komische Geschichte mit diesem Raubüberfall mit irgendeinem Kenny und so weiter. Magst du mir ganz kurz schildern, was genau da jetzt passiert ist und wie dieser Kenny da ins Spiel kommt? Ich war quasi von der, wie heißt denn der Laden oben, in dem Klamottenladen und kam da eben raus. Da, wo man auch Fahrräder und so kaufen kann, oder? Ja, genau, okay. Sorry, der Name. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, ehrlicherweise. Der Klamottenladen auf jeden genau. Fall. Ich kam dann da raus, wollte mit meinem Motorrad wieder wegfahren, dann hat eben das neue Taxiunternehmen neben mir gehalten und die meinten, ja, ich brauche doch unbedingt ein Taxi. Dann ich so, nein, ich habe ja. Stand da Quickie auf den Taxis drauf? Oder? Ja, das neue Taxiunternehmen. Okay. Dann habe ich gesagt, nö, weil ist ja nagelneu das Bike, da ist alles gut. Dann meinte man, ja, nein, der Reifendruck und hier und da, dann hat man meine Reifen zerschossen. Ich hätte einsteigen sollen, dann kam aber Gott sei Dank der besagte Kenny, der ist ab heute anscheinend erst bei euch im DOJ, der hatte ja auch eine Marke. Ich habe zwar nur mal nach dem Namen gefragt, aber er meinte nur, ich soll ihn Kenny nennen. Und der hat dann mit mir gleich den Abschleppwagen gerufen. Das Ding war nur, er hat verstanden, der Reifen wäre geplatzt, aber ich war so am Zittern und keine Ahnung was, aber nein, die haben den zerschossen. Waren die maskiert dabei? Nee, ne? Nein, bei denen nicht. Würdest du die wiedererkennen? Ja, das war Richman und so eine mit pinken Haaren. Deine Tochter Melody. Okay. Nee, Melody war es nicht. Es war nicht Melody. Nein, oh mein Gott. Er fährt mit einer anderen pinkhaarigen Frau herum, wenn Melody das hört. Okay. Oh. Ja. Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob er Namen gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher. Aber definitiv Richman, ja? Hast du Anzeige schon Richman gestellt? Weil Polizei war dann auch gleich da, hat jemand anderes gleich nur gerufen. Okay. Die waren dann nur kurz da, aber ich habe jetzt so nichts mehr mitbekommen. Okay. Gut, Mika, vielen Dank. Aber dann war Kenny ja der Retter in der Not und nicht irgendwie was Komisches. Ja, Gott sei Dank. Der hat dann mit mir auch gewartet und also... Okay. Ja, es war nur komisch, weil Nico irgendwie meinte, der hat es wahrscheinlich falsch verstanden, Nico meinte, dass Kenny irgendwie maskiert war. Wahrscheinlich hat er so Marke gesagt und er hat Maske verstanden. dann ist alles gut. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, nicht, dass Kenny irgendwie in der Nacht irgendwie, weißt du, eine Maske aufsetzt und keine Ahnung, was spielt. Nee. Okay. Nein, der hat mir geholfen, alles gut. Gut, alles klar. Guter Mann. Dann gucke ich demnächst auch, ob die Anzeige da ist. Ansonsten stellen wir die selber rein, ja? Alles klar. Alles klar, danke dir, Mika. Ciao. Ich sag auch danke, ciao. Ciao. Also, zumindest habe ich das so verstanden. Wenn er den Hammer dabei hat, muss der Hammer ja auch schon klebrig in seine Tasche gerutscht sein. Und er, also der wird ja, also wie soll der Kleber darauf gekommen sein, wenn er nicht schon in der Werkstatt geklebt hat? Du meinst, er hätte schon viel früher... Oh, Honigmelone, wenn du wüsstest, wie sauer wir am Samstag waren. Wir wären eigentlich schon. Wir werden aktuell immer noch fast beinahe dafür gekündigt, wie sauer wir sind. Oder so, ja. Hallo. Hallo. Aber wenn er es... In der Werkstatt, in der Kleber benutzt wurde, ist Sekundenkleber hart, wenn ich im Laden bin. Ja, soll sich direkt davon Kleber überzeugen, das ist fragwürdig. Ja. Aber. Okay, Piers, willst du dann einmal kurz? Wir würden so ein internes Feedback geben. Danke.
Okay, timing-technisch kurze Info. Ja. Da vorne steht die Nebenklage für das Gerichtsverfahren morgen. Ja. Da hätte ich gerne einen von euch mit dabei. Okay. Okay. Kein Problem. Ja, willst du anfangen, Owen, oder? Darf ich anfangen? Ja. Na gut. Das war ja, okay, also den Fehler, den ich gemacht habe, ist, die Geldkassette in der Forensik nicht dem Shop zuzuordnen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Forensik das nicht kann, aber egal. Gut zu wissen, dann habe ich das Bestmögliche getan. Ich habe Frau Melli tatsächlich noch nie danach gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktionieren wird. Und ob der Kleber drauf war, das hätten wir auch fragen müssen. Naja, hat der Tatverdächtige denn schon in den Zellen gesagt, dass er Kleber am Hammer hatte? Ja, hat er. Na gut, ja. Dann ja. Also er hat was von Kleber gesprochen, ich kann jetzt gerade... Ja. Genau, na, wenn Hammer dann einfach aus der Hand fällt beim Taserschuss, klebt er nicht so fest. Ja. Und wie er den aus der Tasche bekommen hat, wenn der Kleber dran war, wissen wir auch alle nicht. Genau. Gut, Feedback meinerseits. Ich hatte schon mit Owen über das Eröffnungsplädoyer gesprochen. Da habe ich schon gehört, dass du nicht der emotionale Typ bist im Plädoyers. Ich habe es in dem Fall so gemacht, ja. Im Schlussplädoyer habe ich gemerkt, da bist du doch wieder ein bisschen auf Emotionen gegangen, aber so auf die staatsanwaltlichen Emotionen, nicht auf die Emotionen der Zivilisten, die da, ne? Theoretisch da sind und auf die Emotionen des Richters, sondern so auf deine staatsanwaltlichen Emotionen. Aber es waren Emotionen da. Ja? Schlussplädoyer war schon ein bisschen besser. Genau, aber wie Owen dir auch schon gesagt hat, musst du wissen. Ne? Also musst dich wohlfühlen dabei. Bringt ja auch nichts, wenn du da irgendwas vorträgst und da nicht hinterstehst. Ja, ganz ehrlich, was mir da helfen würde, ist der Leitfaden. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, deswegen. Genau. Charles, könnten wir ganz kurz noch? Scheiße. Ja, ne, ist wie gesagt für das Gerichtsverfahren morgen. Ja, 5 Minuten. Fucking 5 Minuten. Kriegen wir 5 Minuten hin? Sorry, ja. Natürlich, ne, wird nicht lange dauern. Wir brauchen trotzdem noch die 5 Minuten, sorry. Muss Anwälte auch einfach mal warten lassen können, kurz. Ja, muss für mein Gerichtsverfahren morgen. Ja, aber alles gut. Weiß. Und wahrscheinlich, weil ich zu selten einen Einspruch reingerufen habe. Ja, nee, da wächst man auch rein. Muss man sich erstmal trauen, Einspruch zu rufen. Vor allem, wenn man irgendwie den Richter hat, der alles ablehnt, obwohl es eigentlich Quatsch ist, es abzulehnen. Aber egal, reden wir jetzt auch nicht drüber, ja? Mhm. Einsprüche einfach trauen. Ja, und wenn 20 abgelehnt werden, im Zweifel unterbrecht ihr damit die Zeugenaussage. Und der Zeuge muss nochmal neu ansetzen oder neu überlegen, sagt das jetzt doch vielleicht nochmal andersrum und so, ne? Also im Zweifel unterbrecht ihr damit trotzdem die Zeugenaussage, wenn euch das zu viel Fluss gibt da drin. Okay, okay. Jetzt sollte natürlich nicht einfach nur Einspruch reinrufen, wie manche Anwälte, ohne Begründung. Ja, das fällt dann irgendwann auf. Es muss schon eine Begründung, eine halbwegs Begründung haben, aber wenn es abgelehnt wird, seid nicht traurig. Ihr habt trotzdem vielleicht was gewonnen, indem der Zeug unterbrochen wurde. Genau. Das mit den Suggestivfragen, ne? Ja, wenn es ein Gegenzeuge ist, also ihr ladet einen Zeugen, dann darf der Anwalt eurem Zeugen Suggestivfragen stellen. Das ist richtig. Ich finde es schwierig zu sagen, nur weil ihr den Angeklagten anhören wollt, zu sagen, dass es dann plötzlich für den Anwalt ein Gegenzeuge ist. Finde ich halt schwierig. Ich bin der Meinung, die Anwälte dürfen den Angeklagten keine Suggestivfragen stellen. Aber gut, okay. Ich finde, das musst du noch mit der Richterschaft klären. Ja, genau. Ach, wir müssen so viel mit der Richterschaft klären, Joey. Wir müssen Prioritäten machen. Einsprüche ist das Wichtigste. Ja. Ansonsten fand ich deine Fragen insgesamt sehr gut, Joey. Dass ihr dann auch nochmal darauf eingegangen seid, quasi dieses Kreuzverhör mit Ferguson, dass ihr dann nochmal auf das eingegangen seid, was dann Porsche irgendwie rausstellen wollte und so weiter und so fort, fand ich insgesamt sehr gut. Nico, du musst entspannter werden. Ja. Entspannter und mutiger. Ja. Es ist alles gut. Keiner kann dir da den Kopf abreißen. Okay. Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon ein paar von meinen Verhandlungen drin warst, ja. Du musst ja manchmal sehr viel Scheiße anhören, aber trotzdem arbeiten wir hier immer noch alle zusammen. Ja. Ich unterhalte mich immer noch mit den Richtern, es ist alles gut. Ja, ich wollte halt nur nicht irgendwas falsch machen. Machst du am Anfang. Wen interessiert's? Nur nicht so direkt falsch machen. Alles gut, wen interessiert's nicht? Deshalb habe ich dreimal überlegt, ob ich das sage oder nicht sage. Ja, genau. Bei Einsprüchen zum Beispiel darfst du. Genau, da musst du reinkommen, da kommst du auch rein. Gerade bei Einsprüchen, wenn die zu spät kommen, dann hat's halt, dann hat der Zeuge schon geantwortet, weißt du? Dann ist es zu spät. Genau, nur gesagt, von meiner Seite, die Erwartung, die ich da nicht hatte, fand ich gut. Ne? Also wirklich, das war so der Beisatz, den ich da gebraucht habe. Das war jetzt sehr diplomatisch, Nico, hast du gehört? Die Erwartungen, die er an dich hatte, hast du erfüllt, Nico. Das war jetzt wirklich sehr diplomatisch. Ja. Okay. Okay.
Genau, Fragen von Joey gut. Valentini muss ein bisschen mutiger werden, habe ich gerade gesagt, Owen. Ja. Das haben wir schon alles besprochen und ich glaube, mehr habe ich nicht erstmal. Und der Freispruch war absolute Kacke. So, ich hab's gesagt. Ja, ich fand ihn auch kacke. Okay. Owen noch? Er hat vielleicht noch was vergessen. Gott, 5 Minuten, Leute, ne? Nein, ja, alles gut. Dürfmatte, ich weiß nicht. Ich schließe mich der Aussage an. Okay, ich schließe die Aussage an. Großartig. Okay. Ja. Willst du da kurz mit zuhören? Ich muss mit Richtern sprechen, Owen. Willst du da kurz Joey unterstützen bei der Attacke? Alright. Warte, mit wem willst du sprechen? Richtern.